Willkommen zu einem neuen Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es um die 6 schlechtesten Bundesligisten der Bundesliga-Geschichte. Welcher Verein von den 56 Bundesligisten, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, zählt bis heute als schlechtester Bundesliga-Teilnehmer der Geschichte? Als wichtige Quelle benutze ich die Bundesliga-ewige Tabelle. Die Bundesliga-ewige Tabelle zählt alle bisherigen erzielten Punkte von allen 56 Bundesligisten, die zwischen 1963 bis 2020 im November mindestens einmal in der Bundesliga gespielt haben, zusammen. Und macht dann daraus eine unendliche Bundesliga-Tabelle. Link zur Tabelle ist in der Videobeschreibung. Wir labern jetzt nicht um den heißen Brei herum. Wir fangen einfach an mit Platz 51, Fortuna Köln. Auf Platz 51 haben wir den rot-weißen Sportclub aus Köln. Der SC Fortuna Köln ist ein Handball- und Fußballverein und zählt nach dem 1. FC Köln als der erfolgreichste Club in der Rheinmetropole. Der Verein aus Köln spielte allerdings nur einmal in der ersten Bundesliga, im Jahre 1973-74. In dieser einen Bundesliga-Saison erzielte der Verein in den 34 Spielen 8 Siege, 9 Unentschieden und 17 Niederlagen. Zusammengerechnet holte Fortuna Köln in dieser einen Bundesliga-Saison insgesamt nur 33 Punkte. Platz 52, SC Preußen Münster. Auf Platz 52 haben wir ein Gründungsmitglied aus der allerersten Bundesliga-Saison 1963-64. Die Münsterländer stiegen aber als Zweitletzter in die zweite Bundesliga ab. Der Verein Preußen Münster erreichte in ihrer ersten und letzten Bundesliga-Saison im Oberhaus 7 Siege, 9 Unentschieden und 14 Niederlagen in 30 Spielen. Zusammengerechnet erzielte Preußen Münster in dieser Saison nur 30 Punkte und stieg als Zweitletzter ab. Platz 53, Spielvereinigung Fürth. Auf Platz 53 haben wir die Spielvereinigung Fürth. Die Spielvereinigung Fürth spielte 2012-2013 ihre erste und letzte Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Die Kleeblätter sind auch die einzigsten, die noch nie im deutschen Oberhaus ein Heimspiel gewonnen haben und sind damit die schlechteste Heimmannschaft der Bundesliga-Geschichte. Die Spielvereinigung Fürth erzielte in dieser einen Saison 4 Siege, 9 Unentschieden, 21 Niederlagen und zusammengerechnet sind das 21 Punkte in 34 Spiele. Platz 54, Blau-Weiß 90 Berlin. Auf Platz 54 haben wir BW 90 Berlin. BW 90 Berlin spielte 1986-87 in der höchsten deutschen Liga. BW 90 holte in 34 Spielen nur 3 Siege, 12 Unentschieden und kassierten 19 Niederlagen. Somit beendete der Verein die erste Bundesliga-Saison mit 21 Punkten. Der Trainer von BW 90, Bernd Hoss, hält sogar den Rekord für die längste Sieglosserie in der Bundesliga-Geschichte. Zusammen sind das 21 sieglose Spiele zwischen September 1986 bis April 1987. Platz 55, VfB Leipzig. Auf Platz 55 haben wir VfB Leipzig. Der Verein für Bewegungsspiele Leipzig, kurz VfB Leipzig, zählte früher als einer der erfolgreichsten deutschen Vereine nach der Gründung der ersten Bundesliga. Der Verein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts dreimal deutscher Fußballmeister und waren damit bis 1925 über 23 Jahre lang deutscher Rekordmeister, ehe sie der 1. FC Nürnberg ablöste. Heute spielt der Verein unter dem Namen Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost, die vierte Liga im deutschen Schulsystem. Seit der deutschen Wiedervereinigung spielte der Verein VfB Leipzig nur 1993-94 im deutschen Oberhaus. In 34 Spielen holte der Club nur 30 Siege, 11 Unentschieden und 20 Niederlagen. Insgesamt hat der Club aus Leipzig nur 20 Punkte geholt und zählt bis heute als zweitschlechtester Bundesliga-Verein ever. Jetzt kommen wir zu Platz 1 und zu Platz 56 und der schlechteste Fußballverein müsste euch alle bekannt sein. Das ist der legendäre Verein auf Platz 56, SC Tasmania 1900 Berlin. Auf Platz 56 haben wir den schlechtesten Bundesligisten in der Geschichte der Bundesliga. Der SC Tasmania Berlin spielte 1965-66 ihre erste und auch letzte Bundesliga-Saison. Denn sie holten in 34 Spielen nur 2 Siege, 4 Unentschieden und bekamen 28 Niederlagen. Das sind nur 10 Punkte in der Bundesliga.
Damit ist es ein Punkte-Negativ-Rekord, der bis jetzt in der Bundesliga noch nie erreicht wurde. Auch Negativ-Rekord sind auch die Tore, die sie geschossen haben. Sie haben nur 15 Tore in dieser einen Saison geschossen und 108 Gegentore kassiert. Damit haben sie eine Tordifferenz von minus 93. Das war's mit dem Video. Hättet ihr diese Rangliste erwartet? Was glaubt ihr, wird ein Verein mal schlechter als der SC Tasmania Berlin sein? Das war's mit dem Video. Bitte folgt meinen neuen TikTok-Kanal und folgt mir mal auf Instagram, wenn ihr Ehre habt. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.